einmal öffnen, so richtig, drückt mir bestimmt die Daumen, dass es hier die Gloves werden. Na klar, ist doch logisch. Oder vielleicht jetzt doch die andere Keckwaffe, man weiß es nicht. Oh, da ist er! Meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Partnerschaft. Daddy Skins ist am Stiesel. Wir machen mal zwei Testvideos, gucken, wie es läuft. Wir haben jetzt für heute 400 Dollars am Start und ballern rein. Natürlich haben wir wie immer den folgenden Disclaimer. Erstens, Gamble ist ab 18, das ist ganz wichtig. Ich will nicht, dass irgendeiner von euch schon in jungen Jahren seine Seele und sein Geld hier an die Gambelei verlegt. Also passt bitte auf, es ist ab 18. Ich möchte, dass nur Leute hier reingambeln, die sich selbst und ihr Geld unter Kontrolle haben. Wenn ihr irgendwie feststellt, dass ihr oder Bekannte von euch, Freunde von euch, wie auch immer, dieser ganzen Gambling-Sache irgendwie verfallen sind, seid, dann meldet euch bitte beim Nottelefon. Ich habe es hier unten verlinkt. Und wenn es ein Mate von euch ist, dann haut ihr mal an und sagt, hey, oh Alter, irgendwie, du ballerst ein bisschen arg viel, komm, lass dir vielleicht mal helfen. Ist mir wirklich ein festes Anliegen, weil ich halt nicht will, dass ihr euer Geld verballert. Wenn ihr hier gamblen wollt, dann macht das bitte ab 18 und nur wenn ihr volle Kontrolle über euch habt und über euer Geld. Dann könnt ihr natürlich auch sehr gerne über meinen Link und so weiter hier einzahlen und pipapo. Aber wenn dem nicht der Fall ist, dann haltet euch bitte zurück und schaut lieber zu, wie ich das Geld in der Richtung, ich habe die Kamera gespiegelt, verballere. Zuallererst ist ganz wichtig zu sagen, dass Daddy Skins seit geraumer Zeit nicht nur die offizielle Daddy Skins Seite hat, sondern auch Daddy Skins Krypto. Auf dieser Seite könnt ihr alles machen, wie auf der anderen auch. Nur wenn ihr einzahlt, könnt ihr mit Krypto, hoppala, einzahlen. Hier kann man sich das Ganze anschauen. Ihr könnt auch in Krypto auszahlen. Das ist so eine besondere Sache hier an Daddy Skins Krypto. Da ich aber kein Krypto Mensch bin, gehen wir wieder rüber auf die normale Daddy Skins Seite. Der Link zu Daddy Skins Krypto wird auch in der Videobeschreibung sein. Ja, viele von euch kennen Daddy Skins bestimmt schon. Ihr wisst, was das hier alles ist. Ich spreche es trotzdem einmal geschwind für euch durch. Kisten kennt ihr ja. Standard Case Opening, hier natürlich ganz großes Augenmerk auf die neuen Kisten werfen und natürlich auch auf die Free Case, die man hat. Und was mir direkt ans Herz gelegt wurde, ist diese Gold Digger Case, in die man rein soll. Die sei sehr beliebt. Und da kann man wohl gut was holen. Probieren wir auch gleich alles aus. In den Arenen kämpft man, das kennt eben auch sicherlich jeder von euch schon, mit anderen oder gegen andere vielmehr um die Skins, die im Pot sind. Wer gewinnt, bekommt dann alle Skins, die im Pool waren. Die Gunfights funktionieren ähnlich und sind übrigens eine eigene Erfindung von Daddy Skins, also diese Gunfight-Geschichte. Dann gibt es natürlich noch die üblichen Upgrades, die kennt ihr auch. Da könnt ihr dann Waffen eben für was Besseres oder was anderes upgraden. Habt einen gewissen prozentualen Anteil an Chance, dass es eben klappt. Und wenn es klappt, habt ihr den dickeren Skin, wenn nicht, dann nicht. Giveaways, ganz wichtig, das kennen wir auch von unseren Streams. Es gibt Partner-Giveaways, da sehe ich im Moment gerade keine, aber die üblichen Giveaways von Daddy Skins. Hierbei ist noch zu sagen, dass Daddy Skins auch auf den Social Medien Giveaways macht, zum Beispiel auf Twitter. Hier über diese Links könnt ihr auf die einzelnen sozialen Medien von Daddy Skins kommen. Und es gibt, wie ihr hier oben sehen könnt bei diesem Geschenk, den Kalender, bei dem man dann auch an einzelnen tollen Giveaways teilnehmen kann dann pro Tag. Ich klicke einfach mal drauf und müsste dann in dem Fall auf Twitter folgen. Das mache ich jetzt einfach. So, ich drücke auf Folgen. Und bin ich jetzt schon reich? Wahrscheinlich werde ich hier dann eben auf Giveaways, auf Twitter selbst verwiesen, an dem man dann teilnehmen kann. Also ran, meine Damen und Herren. Das werden wir später auch noch ertesten. Dann gibt es noch die Spitzengewinne-Übersicht. Da könnt ihr einfach schauen, was halt alles schon so gewonnen wurde in letzter Zeit. Ein paar Dragon Lords, man gönnt sich ja sonst nichts. Dann hier die Cases mit, die Cases mit dem meisten Profit. Gold Digger, guck mal da. Direkt richtig. Bei Partnerships sind eben die ganzen Geschichten aufgelistet, die für Partner relevant sind, wie halt der Code und der Link, den Leute wiederum nutzen können, um über einen einzahlen zu können. Sodele, die Einzahlung zeige ich euch jetzt. Ich habe einfach hier oben draufgeklickt und dann sieht man hier schon die ganzen Methoden. Krypto ist natürlich nur auf Daddy Skins Krypto möglich. Mit den anderen Geschichten könnt ihr eben hier auf Daddy Skins einzahlen. Hier wäre es natürlich sehr nice, wenn ihr meinen Code Bubbler benutzt. Kurs geht raus. Wer überhaupt nichts mit diesen Sachen am Hut hat, kann natürlich auch einfach mit seinen CSGO-Skins einzahlen und dann damit gamblen. Ihr könnt auch bei Kinguin zum Beispiel über PayPal, das ist so eine Sache, die ich halt sehr gerne nutze, könnt ihr euch Giftcards kaufen. Ich habe das letztes Mal auch so gemacht. Da habe ich von Sneasel eine Giftcard geschenkt bekommen, also einfach einen Code, den habe ich hier eingegeben und auf Redeem gedrückt und dann hatte ich 25 Dollar aufgeladen. Also auch eine schöne Methode, aber wer hier lieber Visa und Co. benutzt, kann das natürlich auch machen. Falls ihr mich bei dem Schritt, wie gesagt, unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne mit dem Code Bubbler machen oder ihr nehmt meinen Link unten aus der Videobeschreibung, klickt den an und zahlt dann ein. Ich glaube, dann sollte jede Zahlungsmethode gehen. Wenn man hier sonst weitergeht, weiß ich nicht, ob man hier noch irgendwie meinen Code benutzen könnte, aber über den Link sollte das, sag ich jetzt einfach mal, gehen. Hier gibt es nochmal Additional Points, Exchange, Giftcards, nachweisbar fair, also hier schreiben sie eben, dass sie nachweisbar fair funktionieren bei den Gifts. Ah, da kann man sich direkt
Ah, die Giftkarten sind ja direkt verlinkt. Das ist ja nice. Bei Exchange kann man dann wohl Skins gegen andere exchangen. Das teste ich später auch noch. Marketing-Assets, wichtig für Partner. Und hier könnt ihr euch die einzelnen Updates von Daddy Skins durchlesen. Zu guter Letzt kommen wir noch zum Bonanza. Das ist so ein extra Preispool. Ihr seht hier links auch den Pool, der schallert richtig rein. Und der läuft einfach nebenbei mit. Wenn ihr diese Bonanza-Kisten zum Beispiel öffnet, das geht aber nicht nur bei Kisten, sondern ich glaube auch bei Gunfights oder Arenas, dann seht ihr hier manchmal solche Bananen hier. Und wenn ihr dann da den Seed mit 5x der 7 habt, das ist halt einfach Zufall, dann gewinnt ihr oder könnt ihr eben dieses Bonanza-Dingens gewinnen. Hier unten steht es auch. Das, also jede Öffnung hat halt einen gewissen Seed. Und wenn ihr auf diese 77777 zufällig trefft, dann habt ihr diesen Jackpot gewonnen. Das ist halt was im Hintergrund einfach mitläuft. So ein extra Punkt. Wir fangen natürlich ganz chillig mit der Free Case an. Das ist ja klar. Ich hoffe, ich bekomme es diesmal hin, weil beim letzten Video habe ich es nicht geschafft. Also ich könnte jetzt hier die Level-3-Kiste aufmachen, wenn ich noch $1 einzahlen würde. Free Case in dem Sinne, weil ihr für das Öffnen der Kiste kein Geld bezahlt, also auf der Seite selbst. Eure Einzahlung reicht dafür bereits aus, um die dann zu öffnen. Wir machen uns jetzt zuallererst mal in diese Gold-Digger-Case rein. Das interessiert mich jetzt, ob ich da auch direkt zu Anfang was Leckeres ziehen kann. Ich würde sagen, wir machen nochmal direkt 5er Weimar auf, oder komm. Also ich meine, wir haben ja noch ein bisschen was auf Lager. Da kann man schon mal reinlunzen. Es gibt sogar The Prince, alter Falter. Hier unten sieht man dann die Sachen, die in der Kiste drin sind, direkt angegeben mit der Chance, die ihr eben braucht oder die ist, die das einzelne Item hat. Ich öffne jetzt für 5,50 € bzw. $5,50 diese Case und ziehe, tatsächlich gar nicht so viel. 39 Cent, das verkaufe ich direkt wieder. Ich verkaufe das. Aber um euch später dann natürlich auch hier mal Upgrade und sowas zeigen zu können, werden wir natürlich logischerweise auch Dinge behalten, ganz klar, und auch später zum Auszahlen. Aber so ganz kleines Gefunzel muss jetzt ja nicht zwingend sein. Hier sind wir wieder bei um die 39 Cent, auch wieder weg damit. Und wisst ihr was? Alle guten Dinge sind 3. Bei 3 gewinnt man eigentlich so gut wie immer. Komm, wir gucken mal kurz rein. Gut, na, doch nicht. Schade. Da wir natürlich jetzt ganz dick das Bonanza gewinnen, ist logisch, gehen wir mal hier in die Bonanza-Kistelchen rein. Wir fangen klein an mit der Desert Zone, der Lavastone Case. Und schauen mal, was da so rumkommt. Also wir hauen hier auch einen 5er raus für die Öffnung der Kiste und haben bereits Plus gemacht, meine Damen und Herren. Was geht? Was geht? Na also, geil! Hier ist übrigens die ID da unten, der Seed von eurem Roll. Ich habe jetzt 25123. Hätte ich da 77777, hätte ich hier Bonanza-mäßig abgesahnt. Die behalten wir hier natürlich. Die behalten wir. Und wir machen direkt nochmal. Das war geil. Man zahlt 5,40 €, ich habe 8 € noch was raus. Also, ich sage es jetzt einfach in Euro, weil ich das sowieso vergesse. Ah, schade. Ah, ja, gut. Gut, gut, gut. War wohl Anfängerglück. Aber komm. Einmal geht noch. Kann man schon noch machen. Das war ganz schön knapp. Komm. Also, ein letztes Mal kann man schon noch machen. Ja, man kann sehr gut verstehen. Schon wieder. Na also. Man kann sehr gut verstehen, weswegen das Leute süchtig macht. Bedenkt hier bitte nochmal, ich habe hier Guthaben von Daddy Skins selbst bekommen. Also ich verspiele nicht mein Geld, ich verspiele auch nicht meine Bezahlung oder sowas, sondern ich habe extra Geld zum Reinjuckeln bekommen. Na? Das ist bei euch natürlich nicht der Fall. Also passt auf euer Geld auf und geht nur rein, wenn ihr wirklich sagt, ach komm, ich kann doch mal, was weiß ich, 50 € wegschmeißen. Das weiß ja jeder, dass man nur mit Wegschmeißgeld gambelt, klar. Jetzt will ich noch die Lava-Geschichte haben. Ah, da sind ja richtig dicke Sachen drin. Guck mal hier. Da hast du bereits 24% Chance, 5,60 € einzufahren, bei 5,05 € Einsatz. Ist ja gar nicht so übel. Ist ja gar nicht so übel, da gehen wir mal rein. Denn das kann ja eigentlich nur gut laufen, ist doch klar. Na also. Es geht doch. Das kann man gerne nochmal versuchen. Und wisst ihr was? Ich mache direkt 3 auf. Dass wir 3-mal die AK Habibi accept haben. Let's go. $15. Was sind schon $15? Auf. Na gut, ich sag mal so, $15 sind mehr, als wir eben eingenommen haben, aber immerhin diese Old Rusty, könnte man jetzt hier auch, man kann auch einzeln verkaufen, das mache ich jetzt einfach mal. Aber denkt dran, wir brauchen auch ein bisschen kleinen Krustel, dass ich euch dieses Upgraden zeigen kann bei Sachen, die nicht so wichtig sind, sag ich mal, ne? Falls man verkackt. Also jetzt haben wir einfach nur mal schon reingucken, aber schon ein bisschen reingucken. Wir haben jetzt $33 bei uns hier drin, wir haben 4 Sachen.
Bevor wir jetzt gleich übergehen zu Arenas, Gunfights und so weiter und so fort, würde ich ja schon noch einmal gerne so eine etwas dickere Case aufmachen und, also die Partner-Cases, und da sehe ich doch direkt hier die Syrinx-Case und mit Gruß an Syrinx würde ich hier doch einfach mal einmal öffnen. Syrinx drückt mir bestimmt die Daumen, dass es hier die Gloves werden. Na klar, ist doch logisch. Oder vielleicht wird es doch die andere Keckwaffe, man weiß es nicht. Oho, da ist er! Also das ist ja doch überaus vorzüglich. Syrinx, dankeschön. Mara, Gönner. Geil. Okay, das war fett. Das ist echt nice. Ich mache mir jetzt einfach hier bei dem rein. Join. So. start with bots. Nee, ich will jetzt hier schon loslegen. So richtig. Oh Gott, das passiert schon, Leute. Es passiert schon. Mist. Okay, ich bin... Shit. Also ich bin gerade nicht so ganz oben auf, ja? Er hat jetzt alle bekommen. Okay. Ich geh jetzt mit dem rein. Wir machen jetzt ein One-on-One, meine Damen und Herren. Und, Roger Bublé mal wieder fett am... Gewinne ich oder gewinne ich? Ja, Mann! Jetzt habe ich alle 6, oder was? Geil. Und er hat auch noch was bekommen. Immerhin Abyss. Ello, Kolius, Glückwunsch zu der AUG. das ist jetzt auch sehr gut, weil jetzt haben wir ein paar Sachen, die wir dann, die wir hier exchangen können. Oder warte, ist es das? Nee, ich meine eigentlich Upgrade. Lass mal kurz testen. Wir haben jetzt wir nehmen mal den Crab zusammen. Vielleicht reicht es. Man braucht halt irgendwie X Dollar, glaube ich, dass man daraus was machen kann. Wir nehmen jetzt den absoluten Krustel und nehmen dann die hier, oder was? Reicht es schon? Werden wir gleich sehen. Ich habe jetzt hier 29 Cent drin. Wir haben 25%, um auf die hier zu kommen. Und, es müssen 50 Cent sein. Genau. Okay. Dann, machen wir einfach noch die hier mit rein. Und fertig. Ich finde die Imperial tatsächlich sehr, sehr geil. Und finde die hier überhaupt nicht geil. Deswegen nehmen wir irgendwas, was ich auch geil finde. Ach, guck mal da. Ein Furia-Patch. Ah, die Grimm ist natürlich sehr nice. Oh, das bockt echt. Die Check-Engine haben immer beim Stream rausgehauen und die kam komischerweise bei einigen echt gut an, obwohl ich dachte, das wäre irgendwie so eine kackige Waffe. Das ist ja wie Shopping hier. Gut, also mit Shopping, das vielleicht ins Auge geht, wo man sein ganzes Geld verliert. Ich gehe jetzt auf diese Cirrus in StatTrak, grade up und jetzt haben wir halt entweder die Cirrus oder das hier. Oder die sogenannte Fail, ne? Eine Boreal Forest. Aui. Aber ja gut, jetzt habt ihr das auch gesehen, wie eben die Upgrades funktionieren. Ich create jetzt mal so ein Ding. Pass auf, ich mach auch mal so einen. Ne, komm, ich geh erstmal hier zu Monsieur. Den mache ich jetzt noch kurz platt. Da muss ich schon noch einmal ganz kurz reinschwitzen. So, Achtung, Leute. Und Bubbler wieder hinten. Fuck. Nein. Ja. War das Draw eben? Ja, wahrscheinlich Draw, ne? Oh Mann, warum habe ich denn die Blue Spruce? Mann. Okay, gut. Naja, kann er mal 3 Cent haben. Danke. Ich gehe jetzt kurz mit dem rein. Was ist das? Royal. Also einer kriegt alles. Ja, machen wir halt. Hopp, komm. Ja. Komm. Doch. Komm schon. Ja, ich bin... Na also, Leute. Das ist wirklich sehr, sehr nice, dieser Modus. Ultra. Ich will aber nochmal eine Öffnung, kreieren. Und wenn ihr nicht Koop machen wollt, dann mache ich zumindest mal Team. Ich will mal Team testen. Mach doch jetzt mal. Ich bin bei Blau, ist doch klar. Ja, die Golddigger natürlich, ist doch klar. Da machen wir dreimal die Golddigger auf, so. Aber jetzt müssen da halt 4 Leute rein. Okay, wir gucken mal. Gucken mal, ob die reinkommen. Es geht los, Leute. Es geht los. Mein Team ist das Krassere bestimmt. Ja. Der eine ist halt nicht so... Oh, ich wollte gerade sagen, der ist nicht so gut, auf einmal doch. Bitte wir. Nein. Oh. Sorry, Happo. Sorry. Happo und ich so... Dylan! Ich will nochmal. Ich gehe mit dem rein. Der hat uns eben abgezogen, der Sack. Da gehe ich jetzt nein. So, was ist jetzt? Ha? Versuch's doch. Versuch mich doch. Oh nein, der versucht's ja wirklich. Hä? Komm, jetzt. Gloves. Zerstört. Sorry, Kumpel. Habo hat mich vorhin zurückgehalten. Ich kreiere nochmal was. Ich mache auch Royal. Ich mache 3 Player. Ich adde jetzt nochmal nicht die Golddigger Case, sondern wir machen die Ammo Case. Ist doch klar. 3 Stück, let's go. Wir gehen rein.
Das ist ein Spaß für die ganze Familie, meine Damen und Herren. Aber denkt dran, seid responsible, meine Damen und Herren. Bitte. Ich habe hier wirklich Spaß, aber denkt an euer Geld. Dankeschön. Na also, nicht. Komm, Wablacke. Oh, warum hat er denn auch das Ding gezogen? Oh komm, ich muss gewinnen. Ich muss gewinnen, bitte. Ja, ja, komm bitte. Oh. Also, da kann man sich, glaube ich, gar nicht beschweren. Da kann man sich eher weniger beschweren, ne? Das war, also da $20 rausgeholt zu haben. $187 haben wir schon im Dingenskirchens. Leute, es schallert. Wir sind im Plus. Wir wissen jetzt, wie die Arena funktioniert. Wir haben es komplett durchgespielt. Wie gehen die Gunfights? Oh Gott, muss ich irgendwas drücken? Man muss irgendwas drücken, man muss schießen. Scheiße, ich bin dran. Ich habe 4 genommen. Weißt du, wer die höhere Zahl hat? Ah, Mist, der hat 5 genommen. Ich weiß gar nicht, was hier passiert. Ich hätte mir erst durchlesen sollen, wie es geht, scheiße. Okay, ja, dann nehme ich 12. Also ich schieße ja eindeutig halt irgendwo hin. Und ich habe sein Bein getroffen oder mein Bein. Was ist das jetzt? Ich mach das hier. Oh Gott. 8. Oh, nee, ich wurde getroffen. Ja, aber das ist das Ziel. Ja, das ist das Ziel. Okay, 5. Ist das so, wie ich Schiffe versenken? Ja, warte. Wenn 12... Ich hab ihn voll in die Hand geschossen. Ich hab ihm die Waffe... Ich mach mal 11. Ist das vielleicht das andere Bein? Ja, sag mal. Ich will aber ganz schnell ballern. Ja klar, und 3 ist natürlich die Rübe. Ist doch logisch. Guck mal hier unten. Es rennt. Es rennt, glaube ich, irgendwie, oder? Okay, thanks. Ich muss mir das gleich sowas von noch durchlesen. Es ist hier gerade einfach... Ich meine, ist es gut? Ist es gut, Glück? Er hat mich fast! Er hat mich gekillt! Ich habe gewonnen. What? Nee, gut, ich habe noch 10% live gehabt. Okay, ich habe null Plan, was ich hier gemacht habe. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich jetzt hier gewonnen habe. Da wir immer noch recht viel auf dem Konto haben, werden wir einfach jetzt noch so hier diese Lady Luck Kisten ertesten. Die Big 50, habe ich gehört, die ist schon ziemlich nice. Die haben ja immerhin 20% Chance auf dieses schöne Teilchen hier. Und die Prozente halten sich hier noch recht hoch oder recht lange, so hoch. Wir zahlen aber auch 24 pro Case. Das ist natürlich schon echt ein stolzer Preis. Aber wenn man dann wiederum sowas Leckeres sieht wie eine Jungle, und ab dafür, dann kann man schon dreimal öffnen, klar. Guck, wenn jetzt 3 Jungle sind, dann breche ich echt ab. Bam, 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 da, 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 da. Gut, die Melodie passt überhaupt nicht, weil ich habe was Fettes gezogen. Alter Falter! Wie viel habe ich gezahlt? Was kostet das eine Ding normal? Irgendwas mit 70 habe ich gezahlt, oder? Ey, das war nicht schlecht. Das war gar nicht so übel, Alla. Also ich würde sagen, wir halten uns jetzt hier noch bei den Lady Luck-Kisten auf und gehen einmal in diese hier rein und da auch direkt dreimal und drücken ganz fest die Daumen, dass wir leckere Sachen bekommen, denn bedenkt, die Geschichten, die ich hier rausziehe, die hauen wir natürlich in Giveaways rein, ne? Also von daher ist es für euch natürlich sehr gut, wenn ich hier was Leckeres rausziehe. Können wir schön die Giveaways weiter aufstopfen. Aber das ist jetzt eher Stopfgans hier. Oh, was ist denn hier in der Pumpkins-Kiste drin? Ah, 25% auf die kommen da... Ja, wobei, da waren wir ja Minus bei dem Teil. Egal, einmal öffnen wir die. Einmal rein, komm. Und es ist... Ah, naja. Immerhin Ebbes. Ach ja, und da fällt mir ein, diese neue Kiste, die testen wir natürlich auch noch kurz. Auch wenn da jetzt nur Sticker drin sind. Da machen wir einfach mal direkt 5 Stück auf, zahlen 2,75 €. Ich weiß übrigens auch gerade gar nicht, wie der Euro und der Dollar stehen. Vielleicht ist es ja 1:1. Ah, okay, also wir haben 1 Dollar rausgeholt. Ja, ja. Da würde ich direkt sagen, diesen 1-Sticker könnt... Ja, wohl. Ach komm, weg damit. Weg damit. Ich will hier einmal den Special Prize ziehen. Und zwar dieses leckere Kniftelchen. Oder, da sind viele tolle Sachen drin. $15 für die Öffnung. Und wir haben... Oh, na also, geil! Handschüchen, richtig geil. Driver Gloves, Racing Green.
Für $53. Also ich glaube, wir könnten hier echt insgesamt tatsächlich mit einem Plus rausgehen. Zumindest vom Feeling her gerade. Aber am Anfang haben wir viel verloren. Also vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Die machen wir auch noch auf. Die Gunfight Case. Und danach werden wir tatsächlich auch nochmal in Gunfight und Arena reingehen mit dem Restgeld. Und gucken, was da so abgeht. Eine Vogue. Okay. Was haben wir jetzt gezahlt dafür? Bisschen mehr, ne? Bisschen arg viel mehr. Aber okay. Die behalten wir auch erstmal und ja, gehen rüber. In die Arena ist ja gerade eine schöne offen. Ja, komm, bei $3 steige ich ein, das ist ja. Da bin ich doch ein Mara. Bin ich ein Team ist es sogar. Komm, 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 Unlucky. Oh, ich bin Team mit einem, der Unlucky heißt. Nee, bitte nicht. Wahrscheinlich Team jetzt. Oh, okay, gut. Ja, er hat seinem Namen alle Ehre gemacht, ne? Das war jetzt nicht so gut. Wir gehen langsam auf das Ende zu. Wir haben jetzt noch $21 am Start. Da werde ich jetzt hier ganz oben bei den Quality-Kisten einfach nochmal reingehen. Und zwar einmal in die Covered Case. Die kostet $13,80 und hat auch diverse Leckereien in sich. Und wir kriegen eine Bloodsport MP7. Okay, naja. Die ist jetzt nicht optimal. Aber wir haben jetzt noch genug, um in die Restricted reinzugehen. Sehr schön. Zack, bumm. Und ich glaube, falls es jetzt noch. Oh, eine Weasel. Die ist zwar sehr wenig wert, aber die ist tatsächlich sehr geil. Und ich glaube, ich werde es jetzt noch in der Arena versuchen, falls hier noch eine für uns ist. Hey, stopp. Da könnte ruhig so ein kurzer Piep kommen oder so. Und dann geht's erst los. Eine Sekunde Verzögerung. Aber. Ich mache uns hier gerade richtig Plus. Für die. Oh, oder auch nicht. Aber gut, Baby Pluto ist ja bei mir im Team alles drin. Wir haben gewonnen. Baby Pluto, schlag ein! Na, also, es geht doch. Sehr schön. Ist da jetzt was Nices dabei? Kann ich hier ganz kurz noch runter? Nee, kann ich nicht. Was wir jetzt noch machen, ist folgendes. Ich gehe jetzt hier auf Upgrade und ziehe den absoluten Crap zusammen und dann versuchen wir hier einfach mal noch eine tolle Sache rauszuholen aus dem ganzen Kruschel. Die Sword Off finde ich geil. Diese UMP-45 ist ganz nice. Oh, eine USPS Cortex. Das ist natürlich immer nice. Wir haben 75%. Wenn ich jetzt mal, was ist, wenn ich jetzt, ja, okay, gut. Das hatte ich eigentlich gemeint. Wenn ich jetzt die hier nehme, ist halt natürlich die. Okay, ja. Ich wollte gerade sagen, wenn ich das hier hochschaukle, unsere Eingabe an Geld, dann habe ich hier immer nur die Skins in diesem gewissen Rahmen. Aber ja, hier oben kann man ja die Multiplikatoren hinzuschalten und dann ist das wieder was ganz anderes. Also ich habe hier 70% Chance. Es sollte eigentlich klappen, aber es muss nicht. Und es wird. Ja, geil. Gut, das war sehr schön. Das war sehr schön. Also man kann hier mit diesem Rest-Krustel wirklich sehr geil dann noch irgendwas sich raussnacken. Warum habe ich denn die Heaven Guard da drin? Guck, wir nehmen die Heaven Guard und die Origami und machen damit noch was Schönes. Da sind wir nämlich auch wieder bei den 50 Cent drauf. Gut, ja, wir nehmen die Plastik. So machen wir das. 47%. Also mit meinem Glück, Leute, kann das eigentlich nur was werden. Ist doch logisch. Doch nicht. Schade. Die verkaufe ich und dann gehen wir auch schon ans hinübertraden auf den Steam-Account. Ich habe hier nebenan meinen Steam-Account offen, dass wir direkt sehen können, wie schnell die ganze Sache vonstatten geht. So, meine Damen und Herren, wir cashen jetzt aus. Also, ich habe mich eben mal kurz mit Sneasel abgesprochen, beim Skin-Beauftragten, und er meinte, das Navaja ist jetzt halt gar nicht so geil. Da gibt es viel bessere Gloves, gerade im Exchange. Und zwar, meine Damen und Herren, folgende. Ich mache dafür das Navaja rein und scroll ein Stück runter. Dann haben wir hier Bloodhound Gloves Bronzed in FT. Und das werde ich jetzt einfach genauso machen. Da lege ich noch 66 Cent oben drauf und hab die dann. Und die werde ich auf jeden Fall auscashen. Zack. Achso. Stopp. Wait a minute. Wait a few seconds. Sehr cooles System auf jeden Fall. So, Dille. Es fehlen hier. Genau. Da werden 1,59 verwendet von unserem Guthaben. Ich exchange jetzt. Zack. Und jetzt haben wir die. Und die werden wir auf jeden Fall auch auscashen. Die hier. Und das mache ich jetzt auch so. Ich markiere diese und werde jetzt Skins im Wert von $100 auscashen. Also so plus minus 100. Ich versuche da möglichst genau dran zu kommen. Die Lead Museo nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist ein sehr geiles Ding. Die anderen Sachen sind natürlich nicht weg. Die können wir dann auch noch in Zukunft noch rausschisseln. Wobei ich jetzt auch nicht so eine riesen Auswahl habe. Das ist halt direkt bei weitem drüber. Die Discotheque ist ganz nice. Die Leaded Glass ist ganz nice. Und die Cyrex ist auch immer wieder gern gesehen. Die kann man auch einfach so, also das ist alles für Giveaways hier. Die Gloves sind für Giveaways, das ist für Giveaways, das ist alles für euch. Ich werde jetzt einfach so eine Leaded Glass noch reinmachen. Ich hatte drei Stück, oder? Ne? Zwei. Dann mache ich jetzt
die da noch rein. Dann sind wir bei $93. Und dann machen wir, eine Royal Blue. Naja, die lassen wir jetzt aber auch mal. Wir machen jetzt noch die, also hier ist sie doch. Hier ist doch die dritte, da bin ich blind. Alter, blind auf beiden Augen. Machen wir die hier noch rein. Und dann sind wir genau bei $99.33. Das freut mich. So. Und jetzt werde ich die Sachen zu Steam schicken. Wir haben übrigens 401 Dollar jetzt gerade in Skins im Inventory. Das heißt, wir haben einen Dollar plus gemacht heute. In diesem Video haben wir einen Dollar plus gemacht. Nicht schlecht, meine Damen und Herren. Send to Steam. Die Sache ist hier, wie gesagt, das sind die einzelnen Angebote, die halt gerade vorhanden sind. Und wenn ich jetzt was auscashen möchte, muss ich dann hier was aussuchen. Ich nehme jetzt hier die günstigere natürlich. Dann bekomme ich hier Geld oben drauf. Für mich ist jetzt auch alles schon direkt so ausgewählt, dass es eben passt. Bei der AK lege ich ein bisschen mehr drauf, $3. Werden da oben drauf geballert. Bei der M4 bekommen wir 49 Cent zurück. Und bei der Mac-10 kriegen wir nochmal 1,77 abgezogen. Das werde ich jetzt genauso machen. Wir werden dann hier mit plus $3,21 rausgehen. Die Conditions bleiben, wie gesagt, dieselben. Also wir sind hier nach wie vor dann in BS, FT und so weiter und so fort. So, ich drücke jetzt auf Send to Steam und confirme die ganze Geschichte. Perfekt, ja, wir haben bereits die Sachen am Stiesel. Also zumindest schon mal die Gloves, die nehme ich auch direkt an. Das hat jetzt wirklich so 30 Sekunden gedauert, vielleicht 20. Ich dachte kurz, es fehlt noch ein Schritt, weil da irgendwas mit Validierung stand, aber zack, schon ist es da. Und das Handy blubbelt schon, weil ein Trade ankam. Perfekt. Dann nehme ich das hier schon mal an und erwarte die anderen drei Dinge. Ich erfünfe mal. Guck mal, da ist auch schon die Discotheque. Sehr schön. Leute, das geht ja wie am Schnürchen. Mensch, ey. Ich könnte die Sachen jetzt hier accepten, aber ich habe es jetzt halt schon bei Steam selbst accepted. Jetzt warte ich nur noch darauf, dass die M4 und die AK rausgehen und dann ist alles am Start. Guck mal da, da sind sie. Ich nehme jetzt hier drüber an, Achtung, ich nehme die hier an. Das ist ja echt ein Service, das ist ja ein Service. Für einen alten Mann wie mich optimal. Und die AK machen wir auch. So und so. Und hier schauen wir nochmal direkt nach. Bum, bum. Das ist unavailable, ja genau, ich wollte gerade sagen, das war unavailable, weil ich es ja schon angenommen hatte. Das müsste aber trotzdem da sein. Ach so, ja, das hat sich hier irgendwie überschnitten. Ich habe sie angenommen, aber das Offer war trotzdem noch da. Wir gucken ins Inventory rein. Und es ist alles da, meine Damen und Herren. Daddy Skins, so, geil. Daumen nach oben. Hat ultra gut funktioniert. Und wir haben sogar noch $3 fürs nächste Mal, geil. Sehr schön, also es macht wirklich Spaß. Es funktioniert alles so gut und dass man hier exchangen kann, finde ich besonders geil. Also du hast irgendwas, so wie das mit dem Knife eben. Ich habe halt mit Sneasel gesprochen, im Teamspeak dann kurz live, während der Aufnahme, das wurde dann immer wiederum natürlich rausgeschnitten. Und er meinte, hey, nimm lieber die und die Gloves. Und es geht. Es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Natürlich hier dennoch, passt bitte auf euch und euer Geld auf. Denkt dran, Nothilfe, Hotline-Telefon ist in der Videobeschreibung. Guckt nach euch und auch auf die Leute in eurem Umfeld. Ja? Schaut, was die so treiben. Dieses Video hier und das nächste, das sind beides Testvideos, da werden Daddy Skins und ich schauen, wie gut dieser Content bei euch ankommt und wenn es läuft, können wir die Partnerschaft weiterhin ausbauen und am Start haben. Für mich ist natürlich nice, eine weitere Möglichkeit Geld einzunehmen und für euch ist es nice, weil ihr A, Content habt und B, eben auch Skins, die in den Giveaways dann wiederum rausgehen und das ist halt für euch und wiederum für mich auch sehr, sehr geil. Also vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt gerne, wie ihr das Video fandet, wie ihr Gambling an sich so findet. Und wir werden hier natürlich auch wieder ein kleines Giveaway starten. Und zwar, wenn ihr eben hier einfach kommentiert, seid ihr automatisch mit dabei. Ihr könnt hier diesen Sticker gewinnen. Approaching Site in voll. Dazu muss man hier einfach nur kommentieren. Damit bedanke ich mich hier bei euch wie immer fürs Zusehen. Macht es gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Video oder im nächsten Livestream. Wir streamen dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Dort gibt es auch immer diese ganzen Skins und Giveaways, also auch die Sachen, die wir gerade gezogen haben. Haut da rein. Danke für alles. Und leider.